Ich war immer sehr extrem, hab mich selten angepasst. Und bis heute weiß ich nicht, wie du mich ertragen hast. Ich hab meinen starren Kopf bei dir oft durchgesetzt. Und dich ganz bestimmt in dieser Zeit sehr oft verletzt. Doch heute steh ich hier und du bist mir noch immer nah. Andere wären längst geflohen. Lang schon nicht mehr da. Dafür muss man doch verrückt sein, um so stark zu sein. Gegen dich ist meine Liebe unvorstellbar klein. Du bist das Letzte, was ich verlieren will in meinem Leben. Und du, das Allerletzte, wird von mir bereit sein, dich hier zu geben. Du bist mehr als nur ein Partner, mehr als eine Frau für mich. Und das Leben darf mir alles nehmen, nur nicht dich. Manchmal denk ich, in dein Herz passt der ganze Himmel rein. Mit allen seinen Sternen, ich bin froh dabei zu sein. Und wenn ich könnte, würde ich mit dir nochmal am Anfang stehen. Und die Wege, die wir gehen, alle noch einmal gehen. Von der Zeit an, als wir noch ganz jung und Verliebte waren. Keinen Tag will ich vermissen von diesen schönen Jahren. Und du bist das Letzte, was ich verlieren will in meinem Leben. Du, was soll es nach dir? Noch für mich geben. Alles, was ich heute bin, das bin ich nur durch dich. Weiter deine Liebe trinken, dafür lebe ich. Niemals soll ein Tag ohne dich zu Ende gehen. Tausend Leben später will ich dich noch wiedersehen. Du bist das Letzte, was ich verlieren will in meinem Leben. Und du, was soll es nach dir, nach deiner Liebe noch für mich geben? Das war ein bisschen früh, ne? Ja? Also wenn wir jetzt 2 Stunden Zeit hätten, würde ich Sie bitten, alle einzeln zurückzugehen. Lassen wir das. Okay, es ist so, ihr seid hier vorne, aber sei mal ein bisschen leise, weil es ist wirklich schwierig, manchmal zu reden, wenn alle hier vorne laut reden. Und vor allen Dingen, jetzt wollte ich ein bisschen was sagen, und zwar, ich habe angefangen in Deutschland zu singen, 1966, und es gab 2 Künstler, die mich immer begleitet haben auf diesen langen Weg. Und von diesen beiden Künstlern möchte ich sehr gerne jetzt ein Lied für Sie singen, weil ich habe wirklich großen Respekt für beide. Ich fange an mit einem Mann, wird immer wieder gefragt in Deutschland, schon seit 30 Jahren, wem magst du eigentlich am meisten von allen, die hier in Deutschland deutsche Sprache singen? Und ich sage immer das Gleiche, ich sage immer Peter Maffay. Das liegt einfach... Das liegt ganz einfach daran, dass Peter ist kein Spinner. Er sagt wirklich, was er denkt. Er sagt nie, das, was er glaubt, kommt gut an, sondern wirklich für ihn immer die Wahrheit. Und das ist etwas, was ich sehr gut finde. Er hat vor vielen, vielen Jahren zum Beispiel als erste in Deutschland, als erste deutsche Künstler gesagt, hör bitte auf mit diesen ganzen verschiedenen Kategorien von Musik, Rock und Pop und Schlager, Volksmusik.
es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik und es wäre schön, wenn unser Sender das irgendwann mal begreifen würde. Aber da stimme ich ihm sehr zu. Ich habe Peter kennengelernt 1967. Da waren wir zusammen auf einem Schiff im Mittelmeer. Da haben wir beide auf diesem Schiff gesungen. Frag mich bitte nicht, warum wir das gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Wir haben es einmal gemacht. Das, was Roberto Blanco jede Woche macht, haben wir es einmal versucht. Und da habe ich einen sehr sympathischen Mensch kennengelernt. Ein Mensch, der allerdings sehr eigen ist. Peter ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht sehr groß. Und er kompensiert diese Körpergröße mit einer, er gibt sich sehr gerne tough, gibt sich gerne ein bisschen als Macho. Es ist eigentlich sehr sympathisch. Es gibt herrliche Geschichten von ihm, die meine Musiker zum Beispiel kennen. Also einmal saß er in einem großen Saal und war am Proben mit seiner Band. Und es wurde auf einmal sehr laut. Und keiner wusste warum, Peter vor allen Dingen nicht. Und er drehte sich zu seinem Roadmanager Harvey und sagte, Harvey, was ist das für ein Geräusch? Und da hat Harvey gesagt, ja Peter, weißt du, diese Halle, wo wir sind, das ist alles aus Blech, dieses Dach ist aus Blech. Und es regnet im Moment ganz fest, es prasselt so runter auf diesem Dach, es ist furchtbar, ich weiß. Da sagte Peter, Harvey, ist mir egal, mach es weg. Das sind so schöne, schöne kleine Dinge, die ihn sehr liebenswert machen. Und natürlich auch seine Musik, er hat wunderschöne Platten gesungen. Ich möchte einen Titel jetzt für Sie singen, die ich persönlich ganz besonders mag. Ich hoffe, Sie auch. Du gibst alles, wenn du gibst. Du verlierst dich, wenn du liebst. Junges Mädchen, reife Frau und Topkind, das bist du, 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 du. Wenn mich deine Hand berührt und ich deine Wärme spür, dann weiß ich, was auch geschieht. Es wird gut, das bist du, du, nur du. Und wenn ich gehe, dann gib nur einen Teil von mir und gehst du, bleib deine Wärme hier. Und wenn ich wein, dann wein. Du sagst immer, was du denkst. Und die Liebe, die du schenkst, ist so zärtlich und so gut und so tief, so wie du, du, nur du. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil.
Immer noch ein wunderschöner Titel. Freunde, ich habe gesagt, es geht um zwei Künstler, aber bevor ich zum zweiten komme, ich wollte nur sagen, es sind eine ganze Menge prominente Menschen heute Abend hier. Und ich möchte die alle von ganzem Herzen danken, dass die gekommen sind. Manche sind sehr weit weggekommen. Die werden mich entschuldigen, wenn ich nicht alle Namen nenne, weil es sind eine ganze Menge. Außer einem. Einen möchte ich gerne nennen, weil es ist für mich der prominenteste, die überhaupt heute Abend hier ist. Meine 91-jährige Mutter ist aus Durban geflogen, über Johannesburg. Und wünschen, und sie ist heute da. I love you, Mom. Give him a big wave. Thank you. Schönen Abend habe ich. So, ich habe gesagt, es geht um zwei Künstler. Beim zweiten ist eine ganz andere Situation als bei Peter Maffay. Ich weiß, dass er im Moment auf Tournee ist in Deutschland. Er war auch, glaube ich, schon einmal hier in der Köln Arena. Falls Sie ihn sehen, falls Sie ihm irgendwann sprechen oder ein Autogramm von ihm verlangen, bitte sagen Sie ihm nicht, dass ich ein Lied von ihm gesungen habe, weil er wird schon sehr überrascht sein und es kann sein, dass er tot umfällt und das möchte ich wirklich nicht, das wäre schlimm. Nein, es wird für ihn eine große Überraschung sein. Es geht um Udo Jürgens. Und ich habe wirklich ganz großen Respekt für Udo Jürgens. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, wir waren nicht immer die besten Freunde in diesen ganzen Jahren. Das liegt vielleicht ein bisschen an mir. Ich nehme es gerne auf mich. Aber ich erzähle ganz gerne so kleine Gags über Kollegen und so weiter. Also nicht so wie Dieter Bohlen. Ich meine ganz harmlose Dinge. Und ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel über Udo gesagt ein paar Mal, dass ich neulich auf der Konfirmation seiner neuen Freundin war. Und ich dachte, es war relativ harmlos eigentlich. Ich habe ihm auch gesagt, er soll über mich Witze erzählen, aber ist halt nicht sein Ding, das ist auch völlig in Ordnung. Es ändert nichts, dass ich wirklich großen Respekt vor diesem Mann habe, der als erster deutsche Künstler vor vielen Jahren Tourneen gemacht habe, in der großen Säle, die Türen aufgemacht für alle, die Konzerte geben wollten. Und er ist schon ein ganz großer. Er hat auch wunderschöne Lieder gesungen auf Schallplatte, Titel wie 17 Jahre blondes Haar zum Beispiel. Er hat eine Lebensphilosophie draus gemacht, ich weiß, aber es ist, ich kann es jetzt nicht lassen. Ne? Das muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, immer zum Schluss, wenn Udo rauskommt, in sein Konzert, er kommt immer im Bademantel und sitzt sich am Klavier und dann spielt er seinen ganzen Hits. Und heute noch fliegen die BHs und Schlüpfe. Ist schön. Ich find's gut, find's schön. Naja gut, die Schlüpfe sind inzwischen ein bisschen größer geworden, ich weiß, aber das ist doch ganz normal im Leben. Das passiert uns alle. Ist schon okay.